schon ein bisschen. Deshalb Level Killer killen kann. Ich habe jetzt im Herbbind habe ich einen Baum gefunden, wo man rauf kann. Mit ein bisschen Skill kann man dort hochklettern. Und dort oben bin ich dann also auf einem Ast und dann mache ich die ganze Zeit dieses hier. Ich schreie also immer herum und oh mein Gott, manche haben sich schon aufgeregt. Troll, Troll, Troll. Ja, und gestern habe ich die ganze Zeit Fußball trainiert. Ich hatte fast keine Zeit zu leveln hier. Dann bin ich immer noch Level 32. Aber es geht auch schon verdammt lange. Ich verstehe das nicht, wieso geht das so lange. Das ist doch eine Qual. Eine himmlische Qual. Eine teuflische Qual. Oder beides. Ja, und ein Cyanid habe ich gefunden. Ja, mehr habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Aber ja, das ist halt so. Das ist Regnum, da findet man nicht viel. Schade. Aber in 3 Level kann ich meinen Stab tragen, den ich geschenkt bekommen habe. Oder ausgeliehen bekommen. Ja, sie hat nichts gesagt, die heißt. Die Gildenanführerin hat irgendwie nichts gesagt, sie will das wieder zurück. Nein, ich belasse ihn einfach so lange. Und wenn sie wieder fragt, kann ich sie wieder zurückgeben. Also den Stab. Ja. Ja, der ist richtig gut. Leider nicht ganz so gut für einen Beschwörer geeignet, aber trotzdem sehr gut. Ja, und ich friere wieder mal. Oh mein Gott, ist es kalt hier. Minusgraden draußen. So. Jetzt. Mit Singal reden. Und wieso habe ich jetzt hier eine Quest? Die war vorher nicht da. Umgebung von Korsum. So, wo muss ich jetzt hin? Schon wieder, oh, ich hasse solche Quests. Schon wieder nach Ding, Dosim. Also, was muss ich hier? Mit Windaltar interagieren, okay. Windaltar. Quest jetzt bekommen mit dem Windanhänger töten, dann brauche ich irgendwie Hilfe, aber nicht mal diesem Chat, nicht mal im globalen Chat. Schade, schade. Ich habe einfach die ganze Zeit irgendwie was geschrieben im Chat. Und niemand hat geantwortet. Also doch, vorher hat eine geantwortet. Moira, die hat recht viel geantwortet, aber ja. Schade. Wahrscheinlich alle Angst haben von den Negen. Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso muss man Angst haben? Ist Angst nicht ein Zeichen der Schwäche? Ein großes Zeichen der Schwäche. Wilder Greif, okay. Großer Greif, alter Greif. Alte Greif. Aha. Ah, müssen sie so zäh sein. Dort ist der Windanhänger. Für mich ist ein Windanhänger eher einer ein Amulett oder so. Also, halt ein Anhänger. Okay.
viele. Aber immerhin haben wir jetzt noch einen. Können wir den schönen bisschen Einheits. So. Das ist scheinbar keiner hier mehr. Doch, hier ist noch einer. Okay, sie kommen ja wieder. Greifen Schnabel, greifen Feder. Nichts Gescheites. Okay, sie kommen wahrscheinlich. Ich habe vorher eine gequestet hier. Oder gekillt. Also der Leech ist schon extrem stark. Das muss man sagen. Aber halt noch zu wenig. Jetzt haben wir noch eine Greifenklaue, dann einen Greifenarsch und einen Greifenschwanz. Sagt ihr sicher, aber die Greifen haben keinen Schwanz. Doch haben sie. Nein, Scherz. Eine schöne Robbe habe, kann man hier die Robbe anmachen. Das sieht zwar noch geil aus mit den Flügeln, aber eben, es ist nicht so eine schöne Robbe. Dann mache ich sie aus. Und ja, finde ich auch schöner. Dann mache ich die weg. So. Süß. Ist sie nicht schnuckelig? Früher sahen Frauen wie Männer aus. Es kam damals mit einem Update, aber erst sehr spät, weiß nicht, 2011 oder so, dass die Frauen wenigstens ein bisschen sexier aussehen. Jo, und sie haben gute Arbeit geleistet. Aber sie sind mir ein bisschen zu pussyhaft. Du heute nicht mehr, okay. Das sah nur so aus. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Gut, und hier noch. Boom. Tschüss. Vorher ist mir ein Hexenmeister begegnet, der hat die ganze Zeit mit Meteoren angegriffen und so. Voll Noob-like. Aber eben Spieler, die nicht Erfolg haben, müssen natürlich Noob-like spielen, damit sie wenigstens ein bisschen Erfolg haben. Und da leiden auch die anderen Mitmenschen und Feindinnen. Jo, aber ich bin nicht, ich habe kein Leid, also ich verspüre gar kein Leid bei solchen Typen. Leid ist für mich, wenn ich jemand leiden sehe, ja, aber nicht für mich selbst.
Kleid. Natürlich große Greife, was denn sonst? Was denn sonst? Ich weiß nicht, ob ich mir langsam EXP Booster kaufen soll oder so. Ist ja wirklich langweilig. Jetzt habe ich mehrere, ungefähr 5 Quests gemacht und ich habe erst ungefähr ein halbes Level bekommen. Das ist nix. Hier hast du ein bisschen Efeu. So. Das benutzen Baumschmuser als Lendenschutz. Und was Vergewaltigungen von den Gegnern. Ha, Greifi. Da hast es. Nicht angreifen, nein. Bist du ein Feigling? Kannst nicht mal warten, bis die Beschwörung da ist. Hallo, großer Greif. Opfer Edelstein 2. So 2. Bekommt man für jede Quest einen oder was? 3 von 7. Greifen wir die an. Mal ein bisschen Käferchen. Klar, Käferchen. Jetzt rede ich ein bisschen Französisch oder Holländisch. Nicht Holländisch, sondern Holländisch. Bisschen. Brassois. Französisch. Paris, die Stadt der Kondome. Pariser, Pariser, Pariser. Ja, wie weit willst du noch abhauen? Wieso leckt's bei mir jetzt, hä? Hey? Fraps, du bist scheiße. Oh, ein neuer Sinaint. Wieder ein Schau. So. Einfach kurz Aufnahme wenden, Aufnahme anmachen und schon ist der Lag wieder weg. Also liegt es an Fraps. Sinaint, du gehst drüber. Sinaint, auf die 5, bitte. Mein Bauch ist momentan wie ein Brett, also ich kann ihn fast nicht mehr krümmen. Der ist sowas von durchtrainiert momentan. Das ist schon fast, meine ich, übertreibe ein bisschen. Aber ja. Das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen verhärtet. Weil es halt jetzt im Wachstum ist. Jo. Ha, Opfer Edelsteine sind die, die man sammeln muss. Jetzt verstehe ich. Ach komm. Ich mag diese Begrenzung nicht von den Reittieren. Ich bin in Stadt Corsum angekommen. Als hätte ich das nicht gewusst. Sudle, Quests. Natürlich. Und du haust ab. Jetzt noch. Ein Feuerstein. Also die machen wir aber jetzt nicht. Weil die sind noch orange. Die mag ich nicht. Die sind zu zäh.
zwar nur drei, aber egal. Ja toll, was ist jetzt mit Preps wieder los? Ja, irgendwie musste ich ein paar Programme schließen. Aber jetzt ist wieder gut. Das Interface anmachen. Jetzt gehen wir nach Uirin Ashir, um die Reichsquest zu beenden. Arakon der Kleine. Da gibt es noch Arakon der Große. Path of Exile habe ich gestern ein bisschen dem Gildenanführer geholfen und bin jetzt zum Offizier befördert worden. Dafür ein Dankeschön. Ich werde demnächst wieder Path of Exile aufnehmen, aber ja, ich muss da noch ein bisschen den Sound anpassen, weil momentan ist meine Stimme natürlich viel leiser als das Spiel selbst und deshalb muss ich da noch was anpassen. Dann kommt es auch wieder. Sodeli hier drinnen. Tag. Gut, Level up. So was von Karl. So, jetzt gehen wir mal schauen, ob wir was killen können. Und dann machen wir weiter Reichsquest. Ich kenne jetzt keine Stadt mehr, die Quests hat. Dann bringt es jetzt nicht so viel. Und leveln möchte ich jetzt auch schon wieder. Wir haben ja vorige Aufnahmesession recht viel bei ihnen geschlachtet und deshalb ja, machen wir mal ein bisschen Reisquests und da kann ich auch ein bisschen besser reden, ein bisschen besser erzählen, wenn wir noch ein bisschen laufen. Ja, die bringen nicht so viel, auch Honig sammeln bringt nicht so viel Erfahrung wie einfach herumlaufen, Briefbote spielen. Schauen wir mal Beschwörung. Bluttrinker.
dauert 60 Sekunden. Naja. Hey, jetzt hör auf.